Corona-Log vom 15. April 2020. Ich hatte versprochen, ein paar mehr Erfahrungen zu teilen vom Online-Lernen und das mache ich jetzt mal ganz aktuell von einem Projekt, das gerade zu Ende gegangen ist, die Edonauten. Die Edonauten waren ein Online-Kurs bzw. ein Unkurs und der lief über knapp einen Monat und ist jetzt gerade an Ostern 2020 vorbei. Und eine Sache, die ich davon teilen möchte und eine Lektion, die man davon lernen kann oder die ich davon gelernt habe, möchte ich zeigen anhand des Einstiegs, wie Menschen, die später zu dem Kurs dazugekommen sind, quasi ongeboardet wurden. Also das ist eine Frage, die sich im Laufe der Zeit eigentlich erst nach und nach herauskristallisiert hat, weil wir am Anfang mit 350 Leuten gestartet sind und am Ende hatten wir gut 800 Menschen auf der Plattform. Das heißt, die meisten Leute sind nachträglich dazugekommen. Es ist also quasi gar nicht der Default, dass am Anfang Leute da waren und dann gab es die Ausnahme, dass Leute später dazugekommen sind, sondern der später dazukommende, der Nachzügler, der Quereinsteiger war quasi der Normalfall. Wir haben das wie folgt gemacht. Wir haben sowieso allen, die auf der Plattform registriert waren, jeden Morgen eine E-Mail geschickt. Das kann man auch nochmal diskutieren, aber nicht in diesem Video. Das, was ich jetzt gerne vorstellen würde, wäre das, was man extra gemacht hat für die Leute, die nachträglich dazugekommen sind. Dazu ist wichtig, dass die Konzeption des ganzen Projektes so war, dass man auch nachträglich gut einsteigen konnte. Also alles, was ich jetzt erzähle, macht keinen Sinn, wenn man das, was man beispielsweise in Woche 1 verpasst hat, nicht mehr nachholen kann oder was man aber nachholen muss. Bei den Edonauten war es so, dass man auch quer einsteigen konnte. Man konnte auch in der dritten oder vierten Woche dazukommen und musste das nicht nachholen, was vorher geschehen ist, sondern konnte quer einsteigen. Das heißt, wir mussten zusätzlich erklären, was ist bisher geschehen, wie kannst du, der jetzt neu dazugekommen ist, quer einsteigen. Dazu gab es noch ein extra Mailing für alle, die neu dazugekommen sind. Die haben das an ihrem ersten Tag gekriegt. Das heißt, die haben auch das reguläre Mailing gekriegt, was alle bekommen haben. Und die haben noch ein Zusatzmailing gekriegt. Hallo, schön, dass du jetzt neu dazugekommen bist. Außerdem haben wir ein kurzes Video gemacht für die Leute, die neu dazugekommen sind und eine Spielerei möchte ich noch zeigen. Wir haben nämlich jeden Tag tatsächlich ein individuelles Video aufgenommen für die Leute, die neu dazugekommen sind und namentlich alle begrüßt. Und dies ist das Herzlich Willkommen Video an die Edonauten und Edonautinnen, die sich kürzlich angemeldet haben. Das sind seit gestern Christina, Wappes, Mandy, Gottfried, Jennifer, Julia, Adriano, Nadine, Theo. Das heißt, wir haben die ganzen Namen einzeln aufgezählt, einfach aus den Anmeldungen, die letzten 24 Stunden, die dann dazugekommen sind, haben das aktuelle Datum natürlich genannt und danach leicht abgewandelt, was gerade tatsächlich der Stand ist, aber im Wesentlichen war es danach ein ähnliches Video, angepasst wurde eben das Individuelle mit den Namen. Wir haben also dann uns vorgestellt, haben das Konzept nochmal ganz grob vorgestellt, aber tatsächlich nur in Ergänzung zu dem Schriftlichen, was auf der Plattform und in der E-Mail schon gesagt wurde. Das war für uns interessant in mehrfacher Hinsicht. Einmal, weil sich eben so die Wahrnehmung gedreht hat, dass der Normalfall nicht das ist, wie sich ein Anbieter von seinem Online-Lernangebot das vielleicht denkt. Am Anfang macht jemand mit und macht dann in der Mitte mit und macht bis zum Ende mit. Das ist ja tatsächlich auch in anderen Angeboten eher die Ausnahme. Dadurch, dass jetzt am Anfang gar nicht so viele da waren, wie nachträglich dazugekommen sind, hat sich das nochmal ganz stark verschärft und den Blick nochmal darauf gelenkt, dass der Normalfall ist, dass jemand nicht von Anfang über Mitte bis Ende dabei ist, sondern phasenweise oder nur in der Mitte oder vielleicht auch nur am Ende. Und dass man das ganze Angebot so konzipieren muss, wenn es dafür offen ist, dass das gut möglich ist, später einzusteigen. Lessons learned für mich war so ein bisschen, dass dieser Blick auf die Quereinsteiger eigentlich auch nochmal den Blick öffnet auf alle, die schon längst im Kurs sind, also von dem eigentlich sagen würde, die sind von Anfang an dabei gewesen, aber die gar nicht aktiv waren. Und auch das ist ja ein Normalfall, dass man vielleicht am Anfang 350 Leute auf der Plattform hat, aber nach Woche 1 nicht 350 von 350 aktiv waren. Und sagen wir mal, die Hälfte von denen, die noch nicht aktiv war, die hat eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen wie die Quereinsteigerin, die erst nach Woche 1 dazukommt. Auch diejenigen, die von Anfang an dabei waren, wissen vielleicht gar nicht unbedingt, was passiert ist. Sie haben ganz sicher nicht jeden Tag diese Mails gelesen. Vielleicht haben sie sie auch nie gelesen. Vielleicht haben sie auch tatsächlich nie mal das Intro vom Online-Kurs sich angeschaut oder sowas. Das heißt, dieser Blick auf die kleine oder in häufigen Fällen kleine Gruppe von Quereinsteigern öffnet eigentlich den Blick nochmal stärker auf die ganz große Gruppe von Leuten, die ich jetzt mal Spätzünder nennen würde oder potenzielle Spätzünder, die also eigentlich alle schon da sind, aber noch nicht richtig angefangen haben. Und
Das ist sicher, selbst wenn die Gruppe der Nachzügler nur eine ganz kleine Gruppe ist, eine sehr große Gruppe. Häufig wird von dieser Gruppe nur im Sinne von Abbrecher oder passive Teilnehmer gesprochen, aber natürlich sind das auch alles potenzielle Spätzünder, die gut später dazukommen können, auch wenn sie von Anfang an registriert waren, aber so einen Sprung brauchen, um nochmal gut reinzukommen in das, was gerade passiert. Das ist so die Lessons learned. Quereinsteiger machen Spätzünder sichtbar. Zu diesen persönlichen Videos noch, da sind wir unsicher. Das macht natürlich Arbeit, das jeden Tag nochmal neu zu machen mit den Namen. Andererseits kann man damit schon ganz gezielt auf das eingehen, was gerade jetzt passiert, an den ein, zwei Tagen, nachdem wir das Video aufgenommen haben. Und wir fanden es auch einfach sehr nett. Ob das überhaupt genutzt wird, wissen wir kaum. Wir sehen von den Videoabrufen, dass das vielleicht von jeder dritten Person genutzt wurde, die den Link dazu bekommen haben, weil es ein individueller Link für die war. Macht also auch nochmal so ein bisschen demütig im Sinne von, wie viele Leute denn eigentlich wirklich das wahrnehmen, was man anbietet. Und wir haben null Feedback dazu gekriegt. Insofern mal sehen, ob man das nochmal ähnlich machen würde. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähnliche Erfahrungen, andere Erfahrungen, teilt es sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal.